Wir starten nicht bei leicht. Wir starten bei. Fortgeschritten, oder? Sogar mehr als fortgeschritten. Also, ich habe jetzt 7 verschiedene Projekte von dem Mann angeschaut. Also, so die ersten 7. Hat bis zum 8. immer was geleast, sogar. Also, im 8. war dann so, wo er gesagt hat, er darf nur mal 2 Sachen per Leasing machen. Okay. Ah, Leasing, mieten. Gut, ist eh fast das Gleiche. Ja. Naja, nicht ganz, weil Leasing gehört irgendwann dir. Ja, stimmt. Wenn du das kaufst, dann. Ja. Also muss ich sagen, wir sind da wirklich in der Hardcore-Variante fast schon. Ich habe jetzt aber natürlich Paris. Und da muss ich dir recht geben, die meisten kaufen sich dann trotzdem auch einen Schwader. Ja gut, wenn man sich's leisten kann, sage ich mal. Ja gut, der ist ja nicht so teuer. 2000. Zum Nachhinein vielleicht war es doch dumm, dass ich das in Ewerk wieder verkauft habe. Weil Aber hätten wir wieder gemeinsam gehen können. gut, ich habe jetzt eh auch wieder was vorgelegt zu Ja, dem eh. Kost. Aber weißt du, dann wäre wieder, dass wir hätten den Rest mähen können, dann hätte einer sparen können. Wird nicht die letzte Fehlentscheidung von uns sein. Eh nicht. Aber ja, das ist trotzdem, auch wenn wir jetzt eben, dass wir da, dafür, wir können jetzt nichts dafür, dass es das mit dem Wickler nicht so gut geklappt hat, wo ich eigentlich Einspruch erheben möchte. Ja. Es hat nicht geklappt, oder wir wurden beschissen um 4500. 3500. Stimmt. Weil es ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, nee, das ist nicht so geil, sondern wir wurden beschissen. Nämlich echt beschissen. Das Komische ist, zuerst geht's und dann auf einmal nicht mehr. Ja. Wenn es von Anfang an gleich nicht gegangen wäre, hätte man nicht so einen hohen Verlust gehabt.
Und sie haben sich alle, und das ist wirklich krass, in jeder Folge war immer, was glaubst du, Leasing-Objekt Nummer 1? Wallenpresse? Ja, die Kombination. Ah, macht Sinn. Ja, also wirklich. Aber wir haben ja gesagt, wir leasen nichts. Wir nein, nicht, nein, wir bleiben. Wir haben das jetzt so schon durchgehalten. Genau. Ich würde sagen, wir bleiben dabei. Mhm. Weil wenn wir jetzt leasen würden, würde ich sagen, Alter, dann waren die letzten zwei Tage für den Arsch. Ja, das stimmt. Wir sind trotz Rückschläge bis jetzt gut vorankommen. Ja. Würde ich auch sagen. Wobei ich auch echt gespannt bin. Auf. Wie ich mit dieser Ballen dann mache. Hm. Das stimmt. Die paar, die halt gegangen sind. Aber weißt du, was das nächste ärgerliche ist? Juli, August sind die niedrigsten Preise. Das ist wirklich ärgerlich. Was jetzt auch die Frage ist. Waren die höchsten? Ich glaube Dezember, Jänner immer. Also immer im Winter eigentlich ist immer das höchste bei so Gras und alles, was halt im Sommer geerntet wird. Ob es nicht gescheit wäre, das nächste Mal dann wieder, bevor wir starten, dass wir jetzt dann, bevor wir beenden, wieder das komplette Gras nachwachsen lassen. Mhm. Als dann, weißt du, den Rest, letzten Rest noch machen und dann wachsen lassen. Ja, ich weiß, was du meinst. Dass wir dann quasi wieder von vorne beginnen. Ja. Ich würde ja dann wirklich. Ich möchte jetzt nicht nochmal so einen kleinen Mähbalken kaufen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube halt wirklich, die schnellere Variante wäre dann gewesen, wenn wir beides komplett mähen, also beide komplett abmähen alles. Mhm. Und dann einer presst, einer, oder wenn wir den Schwader hätten, Schwader und pressen, wickeln. Gut, das geht nur mit zweiten Mähwerk. Ja, eh. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt das kleine nochmal kaufen. Schneller werden wir wahrscheinlich. Wozu wird sich eben nicht ausgehen?
Vor allem, wenn wir eine Silagemaschine wollen, dann nicht. Eine Silagemaschine? Ein Entwickler meine ich. Ja, ja, gut, den will ich sowieso kaufen. Also den würde ich vor allen anderen. Das muss sowieso jetzt, weil das können wir wieder kein Silage machen. Na, Entwickler ist on the top. Und dann schauen wir mal, wie viel wir theoretisch hätten. Wenn wir das dann so machen, dann beendest du dann halt irgendwann das Main, dann sammeln wir ein. Ich würde sagen, dann wickeln wir, aber es geht nicht. Und ja, dann tun wir wieder vorspulen dann. Beziehungsweise spulen wir dann vor bis Dezember. Verkaufen, dann spulen wir weiter. Das wäre cheaten. Warum cheaten? Na, wer kann cheaten? Nur wenn ich zum Mähen aufhöre, habe ich ja nichts zum Arbeiten. Ja, die Ballen müssen wir noch zurückbringen dann. Bitte? Die Ballen müssen wir dann noch zurückbringen. Achso, ja, stimmt. Sonst können wir beim nächsten Mal nicht drüber mähen. Soll ich jetzt schon aufhören? Nein, oder? Weiß nicht, wie spät es ist, wenn ich ehrlich bin. Ich will nur, dass sich das alles noch ausgeht. Aber das mit Cheaten verkaufen ist ja kein Cheaten in dem Fall. Weil über den Dezember kommen wir ja sowieso drüber. Weil du mir jetzt nicht extra vorsimulieren, nur dass wir verkaufen. Wenn das Gras vorgewachsen ist, natürlich, dann hören wir vor auf, ja. Also ich tue jetzt nicht bis in Dezember rein, so oder so, sondern. Aber ich glaube nicht, dass im Dezember das Gras schon gewachsen ist. Obwohl, oh ja, eigentlich schon. 6 Monate haben wir gesagt, gell? Ja? Okay, dann vielleicht schon. Müssen wir schauen, was der Preis sagt. Der Höchstpreis liegt so circa bei 3,40. Momentan ist er bei 2,81. Und Silage? Silage, ja. Achso. Das ist aber nichts. Ja, Gras haben wir. Ja gut, aber das verkaufen wir nicht. Also uns fehlen nur mehr vielleicht 1000 oder 2000 auf irgendwas, dann könnten wir uns überlegen, die paar Ballen verkaufen. Bevor wir dann wieder ewig warten. Aber trotzdem, richtig geilen Meilenstein erreichen, diesen Silage machen, auch wenn das jetzt beim Wickeln nicht so geil funktioniert hat, aber das ist wurscht. Wir wissen, wir haben es geschafft. Weil egal, wir haben schon verpresst. Wirklich, für das, dass wir noch immer quasi so klein sind, das macht unglaublich viel Spaß. Jo, das stimmt. So momentan auch noch so quasi eintönig. Aber es wird schon. Aber es macht trotzdem riesen Spaß. Also,
hätte mich schon aufs trotzdem nicht gedacht, dass mich das so mitreißt dann. Das ist das teuer, Alter. Ein Ballen. Ballenladewagen. Haben sie im Angebot, aber kriegst du nur 3 Stück drauf. Das ist halt ein automatischer, was sie. Ist das halt auch dann billig. So gesehen. Ja. Also so kostet er 90, kostet er sonst ein großer. Ja, der große mit die 24. Also ich glaube das 24 war. Aber ja. Sie sind jetzt 20 halt dann, auch wenn es nur 3 sind, aber es sind halt automatisch. Ja. Aber da auf der Seite fällt mir Gras auf, dass wir da viel Gras liegen haben lassen. Das könnte man mit einem Schwader dann alles zusammensammeln zum Beispiel. Ja gut, nachdem wir eh wieder drüber mähen, ist ja, das auch nicht so wild. Dann ja, jetzt eh nicht, aber nimmst du halt beim nächsten Durchgang wieder mit. Mhm. Das oben am Berg, das haben wir jetzt auch nicht alles eingesammelt, glaube ich. Nein. Das ist halt beim zweiten Mal haben wir da halt ein bisschen mehr. Weil wenn wir wirklich zu zweit mähen, würde ich hin und her mähen. Einer beginnt rechts, einer beginnt links. Ja. Lustig, dass da 3 Spuren sind und da nur eine. Ja, das ist das, was ich vorhin schon gemeint habe. Das weiß ich auch, was das liegt. Da wo ich gesagt habe, an manchen Stellen denke ich, du bist schon neben mir. Mhm. Und bei manchen denke ich mal, bist du da überhaupt gefahren? Ist das bei mir jetzt auch? Weil es der 101. Ball, den wir gepresst haben mit dieser Maschine. Wow. Aber wo steht das? Links in dem Anzeigefeld. Also ich habe mit der jetzt 27 gepresst, seitdem ich. Ich glaube, davor haben wir aber auch schon 7 oder so gehabt von dir. Also das heißt, wir hätten schon um die 35 Silageballen. Einsammeln? Ich kann mal einsammeln. Da die Kurve ist auch urviel noch eigentlich. Ja, darum sage ich, aber das würde ich dann eben auch beim nächsten Mal dann. Hm? Dann liegt da halt mehr Gras. Jetzt nicht so schlimm.
Gut, beim Gras ist halt nicht verloren. Ist nicht so wie Ernte, die halt stehen bleibt. Das stimmt. Wie ich habe ja auch einmal, manchmal, oder das mache ich wahrscheinlich im nächsten Spiel schon auch wieder. Aber ich weiß, ich habe nicht so viel Zeit jetzt. Da tue ich manchmal die Wiesen, habe ich ja nur gemäht. Und habe es erst beim dritten Mal oder so dann verarbeitet. Ah, okay. Und dann habe ich eine dreifache Menge dort liegen. Bin ich oft nur mit Mäher drüber gefallen schnell. Weil das Pressen und das dauert ja dann eben alles länger. Ich habe das den irgendwann einmal dann dorthin geschickt. Bis der Traktor ist fast vollständig hin. Ich habe mir auch Galgenberg angeschaut, die schaut wirklich auch nicht schlecht aus. Ich schaue, dass ich noch einen Ball rauswürge und das war's dann. Das Lustige ist, obwohl da auch viel ausgelassen ist, trotzdem muss auf deine Anstrafen mehr gemäht. Keine Ahnung, warum das so ist. Das ist lustig. So. Nein. Nur leibend.
Leihwand. Weiter, was ist jetzt los? Wäre geil gewesen. Das ist halt, weil du die nicht immer angurtest. Dann würden die anderen nicht runterfallen. Ich tue es angurten und dann, wenn ich auflade, tue ich wieder ausgurten quasi. Aber muss ja nicht. Ich glaube, die anderen gehen aber nicht mehr rauf. Oh, wir probieren das jetzt. Ich sag jetzt, tust du an- und ausgurten. Jetzt? Da liegt noch einer. Manchmal sieht man die so schlecht in den Büschen. Da ist dann noch einer. Warte. Oder? Jetzt? Jetzt. Weiter. Ups. Hallo, Mann. Na, ich sehe jetzt keinen. Ja. Da hat 42.000 Liter Gras drauf. Schaut leider, dass du wieder laufst. Ich finde noch immer, dass diese Funktion nicht gibt, dass du zum Beispiel zu zweit wo sitzen kannst drin. Bei Traktoren, also das wäre. Ehrlich, können wir den Anhänger dabei so stehen lassen? Na gut, abladen müssen wir so oder so. Aber. Ja, stimmt, lass ihn besser stehen, weil sonst haben wir da keinen Platz mehr. So. Das heißt, wir haben jetzt alles. Das heißt, ich könnte dann wieder vorspulen. ...69% Silage. 52. Wird es natürlich schneller gehen. Mhm. Ein bisschen die Preise jetzt an. Das ist am Fallen. Ab Oktober kann man das schon verkaufen. Was da gut ist. Wir müssen ja unten eigentlich schauen, ob es gleich groß ist. Dort, wo zuletzt gemäht quasi. Also da eigentlich, da ist total kahl noch.
Fußballage ist alles gekehrt. Okay. Eine Wachstumsstufe ist dazukommen. Traktor im Angebot. Wie gesagt, Traktor im Angebot. Da wäre der Anhänger schon interessanter mal. Aber da können wir auch aufladen. LKW im Angebot. Gras aus? Bitte? Wie schaut's beim Gras aus? Oben ist es gewachsen nämlich. Ja, na unten noch nicht. Unten ist es noch nicht gleich. Noch ein LKW. Okay, warte mal, ich stoppe jetzt ganz kurz. Weil Silagepreis geht jetzt wieder runter. Mhm. Und wir waren bei 306 jetzt. Also verkaufen oder riskieren, weiter zu warten? Ich würde sagen, verkaufen wir. Ganz gewachsen ist noch nicht, aber... Oh, 1084, ein Ball. Bist du... Hoppala! Upsi! Mit dem Ball überhaupt die Presse genommen und hingeworfen. Was hast? Ich wollte den Ball nehmen und hab die Presse hingeworfen, weil die genau dahinter gestanden. Aber da war jetzt einer mit 435. Achso, vielleicht weil er erst reingerollt ist. Ja, einer mit 400 und dann 600. Das ist unterschiedlich, gell? Oder? Warum sind das unterschiedlich? 1100? Also bei 300 können wir verkaufen, weil da wissen wir 1000 ungefähr. Ja. So. So. Ballimaschine. Machen das ganz zacki zacki.
mal leibend. Wird den Anhänger abgehängt? Ohne die Spanngurte zu lösen. Das stelle ich aber da rüber. Wäre vielleicht gescheiter, wenn du das daher gestellt hast, den Anhänger. Weil da haben wir eine schöne Fläche eigentlich. Ja gut, aber da drüben liegen schon Ballen, da müssen wir die Ballen wieder aufladen. Nix aufladen. Die hätte ich mir dann da geholt, aber die anderen hätte man dort machen können. Aber egal. So wieder hin und her fahre. Ist ja unnötig. So. Soll ich auch, wenn dich nichts macht? Ja. Geil. Dumm habe ich jetzt erst auch bei der anderen gemeint. Das ist am Hof da machen, das Ballenwickeln, glaube ich. Mhm. Dann so ein bisschen effizienter, weil. Also ja. Brauchst du nicht hin und her fahren, du stellst es einfach hin. Upsi. Weil es gibt ja auch Pressen. Mhm. Da wird quasi das Silage reingeleert oder das Heu, Stroh mit einem Tank. Und die brichst es aber raus. So quasi wie das jetzt. Okay. Lad den mal da alle ab. Dann kann ich den Anhänger wegführen. Weiter. Absüssig, deswegen. Du würdest nicht machen. Sonst rollt er vielleicht in den Verkaufsdings. Alter, wieso kann ich jetzt nicht einsteigen? Neunzehn, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich meine, klar ist, dass sich das jetzt nicht mehr ausgehen wird, wahrscheinlich einen Ball zu verkaufen, bis wir wieder mähen könnten. Wieso willst du einen Ball verkaufen? Damit wir uns eine Dingsmaschine kaufen können. Zweite Mähtechnik, ja. Zum Beispiel, das wird sich nicht ausgehen. Was da mit das Gras schlängst, gewachsen ist an da unten. Nehme ich auch an. Warte. Man muss trotzdem zufrieden sein. Ja, dann müssen wir es wieder so machen.
mähen und der andere muss dann hinten pressen, aber. So, das war's. Würde ich sagen. Alles gepresst. Also alles silaschiert. Könnten wir uns natürlich den Schwader noch überlegen, eigentlich. Oder wir stecken das in Reparaturen. Na gut, bringt eh nichts. Du fährst eh direkt hinter mir jetzt. Ja. Wir haben nur ein Mähdings. Das finde ich gebracht, wenn wir wirklich gemäht hätten und dann geschwadert. Beim übernächsten Durchgang dann. Wir sind das jetzt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Da ist noch ein ungewickelter Ball. Noch ein ungewickelter? Ja. Oh mein Gott.
Aber wir filmen dann nächstes Mal pressen. So, da liegen jetzt ungefähr noch 18.000. Ja. Das, dann hätten wir 25. Wenn wir sagen, nächste Investition ist dann WADA und Mähwerk. Mhm. Da hatten wir dann noch 14.000. Traktor gehört auch dringend repariert. Der große Manns. Der kleine. Ja gut, aber es... Aber ich finde, es bringt sich halt nichts, jetzt die 500 reinzustecken. Na, irgendwann müssen wir. Ja, aber jetzt von der Arbeitsleistung, was, also bringt's eh nichts. Auftanken fahre ich ihn aber noch. Weil diese 8 km/h fahrt er so oder so im E-Werk. Ja, stimmt. Außer den Berg hoch, da fahrt er sowieso langsamer. Weil wenn wir jetzt wieder 500 reinstecken, dann müssen wir ihn wieder reparieren und wieder 500 reinstecken. Für das, dass er nur mähen tut. Den anderen könnten wir dann überlegen. Mit der Presse.